Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dead Space. Wir sind hier gerade mit dieser Monorail-Station angekommen und ich denke mal, wenn wir jetzt hier rausgehen, werden wir die nächste Aufgabe erhalten. Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Isaac, gut, Sie haben es reingeschafft. Hören Sie, ich habe gerade den Munitionsbericht der Wähler gefunden. Ich glaube nicht, dass Ihre Anwesenheit hier ein Zufall war. Sie sind auf keiner Aufklärungsmission oder Patrouille. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet, wie für einen Krieg. Verstehen Sie, was ich sage? Isaac, ich habe ihn schon wieder verloren. Kein Signal von Hammonds Rig. Finde diesen Singularitätskern und dann verschwinde da. Finde diesen Singularitätskern. Ja, nichts leichter als das. Und ich habe in der letzten Folge schon wieder vergessen, meine Halbleiter zu verkaufen. Hätten wir das gemacht, hätte ich nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr Platz im Inventar. Und das heißt, das nächste Mal muss ich ganz dringend dran denken. Weil das ist echt mies. So, da ist noch eine Kiste, die werden wir natürlich noch zertreten und da liegt was drin und zwar 1000 Credits. Dankeschön. Hier können wir uns einen Kaffee machen, will ich jetzt gar nicht. Aber wir können mal eins machen. Wir können mal hier so einen kleinen Waffencheck machen. Werkbank. Komm, wir gucken nochmal rein. Aber ich glaube, ich habe nicht mehr genug Schaltkreise bzw. Knoten übrig. Wir haben nämlich nur einen Knoten. Was können wir upgraden? Die Rig zum Beispiel. Mir wären ja die Trefferpunkte lieber als Luft. Aber komm, wir ballern den einfach mal da rein. Dass unser Anzug mal ein bisschen mehr aushält. Also, dieser Knoten hat jetzt nichts gebracht, aber der nächste wird dann unsere Trefferpunkte erhöhen. So, jetzt schaue ich mir erstmal auf die Karte. Also, wir sind hier vorne, müssen dann nach rechts rum. Und dann ist da so ein ganz großer Raum, sieht sehr mysteriös aus. Oder ist das Schiff? Ich weiß es nicht. Probieren es einfach mal. So, noch ist alles ruhig. Es wäre natürlich geil, wenn es hier irgendwo einen Shop geben würde. Da ist er auch schon. Ja, super. Und dann noch eine Speicherstation, um meine Wünsche zu komplettieren. Haben wir hier eine Speicherstation zufällig? Nee, haben wir nicht. Ist doch zum Verrücktwerden eh. Wenn ich jetzt den ganzen Müll hier verkaufe, dann will ich mich auch absichern, dass wir das nicht nochmal machen müssen. So, Inventar, Halbleiter Gold. So, die verscheuern wir jetzt. Verkaufen. Und wir haben wieder fast 30.000 Credits. So muss es sein. So, ich glaube aber, warte mal, ich gucke nochmal in mein Inventar rein. Vielleicht Inventar? So. Wir haben einen Luftkanister, zwei Stasepacks, ein bisschen Munition, aber wir haben überhaupt kein Medikit. Das ist natürlich extrem schlecht. Und das bedeutet auch, dass wir uns jetzt eins kaufen. Auch wenn die Dinger schweineteuer sind. So, Medipack Mittel, 5000. 5000 Credits für so ein Scheißding. So, okay, wir haben zwei mittelgroße Medipacks gekauft. Ich müsste normalerweise noch mehr kaufen, aber es ist halt nun mal schweineteuer. Ripperkling, danke. Bring mir lieber hier die Plasma-Energie. So, wir sind hier in einer Schleuse. Ein Luftkanister, oje, 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 leckt mich auch am Ärmel. Jetzt haben wir schon zwei Luftkanister. Ich schaue nochmal auf die Karte. Ich ahne Fürchterliches, wenn ich ehrlich bin. Schaut euch mal an, wie komisch das aussieht. Mit Sicherheit ist da hinten ein luftleerer Raum. Und abgespeichert haben wir auch nicht. Super. Da freut sich der Kryo wieder. Ach du Scheiße. Eintritt Schwerelosigkeit. Isaac, eine der Bordwaffen der Wähler ist beim Aufprall aufgeplatzt. Diese grünen Kugeln, die du siehst, sind extrem radioaktiv und die Schleuse der Wähler ist dicht. Du wirst die Dinger ins All befördern müssen, bevor du ins Schiff kannst. Mhm. Und wie beförderst du die ins All? Wo ist denn hier das All? Wo ist denn hier Zugang zum All?
Ach du Scheiße. Ja, ich schau grad nochmal. Ich will mir so ein bisschen einen Überblick verschaffen. Momentan sieht es ja noch sehr ruhig hier aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht lange so bleibt. Komm, wir gehen erstmal runter. So, sehen wir da irgendwelche Monster? Nee. Ein Sauerstofftank. Also hier, Sauerstoffstation meine ich natürlich. Ah, ich verstehe. Okay. Ich glaube, ich ahne schon, was ich tun muss. Das hier ist wahrscheinlich die Luke ins All. Und wenn ich die jetzt öffne, dann war es das mit dem Sauerstoff. Denn, wie wir ja alle wissen, wird er dann rausgezogen. Was mit dir? Der dreht sich hier so schön. So, wie viel haben wir denn überhaupt davon? 1, 2, 3, 4 sehe ich jetzt momentan. 5, 6, 7. Ach du Scheiße, 7 Stück. Die Frage ist natürlich noch auch, wie kriegen wir hier diese Klappe auf? Sauerstoffstation ist schön und gut. Hier können wir gar nichts machen. Aber irgendwo muss ja wohl logischerweise so eine Zentrale sein, mit der wir das hier steuern können. Also wenn das jedenfalls das Richtige ist, was ich momentan noch nicht so ganz weiß. Was ist denn da oben? Das sieht doch überhaupt hier irgendwie alles sehr defekt aus, wenn ich ehrlich bin. Was denn da passiert? Können wir da irgendwie rein? Nee, da können wir gar nicht hin. Ich habe eben gerade probiert, da hinzuspringen, aber es geht nicht. Wir können zwar hier an den Rand springen, aber das bringt ja alles gar nichts. Und was ist, wenn ich hier meine Stars benutze? Das ist zu weit weg. Die sind sehr radioaktiv, hat sie gesagt. Okay, es sieht so aus, als würde es uns nichts machen. Denn wir waren eben gerade ziemlich nah dran. So, ich habe irgendwie was im Hals. Entschuldigung. Die Frage ist wirklich nur, wie kriegt man das überhaupt auf hier? Und was ist, wenn wir das kaputt schießen? Ach du heilige Scheiße. Das würde ja letztendlich auch bedeuten, wenn wir das jetzt kaputt schießen, geht es nicht mehr zu. Und in dem Moment ist dann der Sauerstoff weg und wir haben ein Problem. Zumal wir noch da wirklich hinspringen müssen. Ich spring mal gerade an die Decke dran. So. Okay, sind wir hier an der Decke. Wunderschön. Momentan weiß ich noch gar nicht so ganz, wo wir eigentlich wirklich hin müssen. Beziehungsweise, wie ich denn hier alle von diesen radioaktiven Teilen da runter bekommen soll. Ah, ich kann die auch wegschießen. Alles klar, verstehe. Die dürfen nur nicht wieder noch weiter wegprallen. Da ist das nächste, dann nehmen wir das auch nochmal. Und ich schieße den nochmal da runter. So, Moment, ich habe schon wieder aus dem Sichtbereich verloren. Ich hoffe wirklich nur nicht, dass die zu weit weg rollen. Ach du Scheiße, der kommt. Guck mal, der ist schon fast wieder hier. Ah, leck mich doch am Arsch. Das wird wieder was geben, Leute. Alter. Hammergeil. So, da sind wir hergekommen. Okay, ich wollte nur nochmal sicher gehen. Ich springe jetzt hier runter und versuche die Dinger kaputt zu machen. Und dann müssen wir uns beeilen. Wahrscheinlich. So, jetzt rüber auf die andere Seite. Und dann wird gleich der Tanz beginnen. Eigentlich habe ich schon wieder gar keinen Bock drauf. Ich will doch einfach nur weiterkommen. Eintritt Vakuum. Ach du Scheiße. So, Freunde. Komm, geh rein. So, der ist weg. Der nächste bitte. Wo sind sie denn jetzt alle hin? Radioaktives Material entfernt. Naja, ich brauche aber... Ich habe noch wesentlich mehr radioaktives Material.
So, und zwar da. Oh, und da krabbelt auch jemand. Natürlich. So, ich glaube aber, der ist tot. So, wir müssen jetzt hier hoch, glaube ich. Wo sind die denn? Oder sind die jetzt alle weg? Ne, die sind auch nicht alle weg. 50 Sekunden zum Ziel. So. Ach, das ist viel zu weit. Scheiße. Was war denn das? Ist hier irgendwo ein Zombie? Ein Zombie sah schon. Ein Monster? Ja, jetzt hör auf zu stöhnen hier. Was ist denn das? So, und ich schieße dich wieder hier runter. Wo ist es denn jetzt da? So, jetzt muss ich Luft holen. Radioaktives Material entfernt. Ja, sehr schön. Gib mir Luft, Alter. So, wir haben Luft geholt. Da ist noch ein bisschen Munition. Das ist doch schon mal schick. Jetzt müssen wir den noch holen. Die Frage ist, wie kommen wir da am besten hin? Ich glaube, von da ist es auch zu weit. Können wir den irgendwie da runterschießen oder was? Nee, wie sollen wir denn da hinkommen? Also hier sind ja noch zwei. Ja, das ist ganz toll. Das ist schon mal ganz toll. Die können wir da reinballern. Warte mal, wo ist es denn? Da ist es. Und da ist noch irgendwo ein... Ach du Scheiße. Er erschreckt mich doch nicht, du dumme Sau. Das sieht ja aus wie im Zoo hier. Und der Kryo läuft da die ganze Zeit durch die Gegend und spaziert da mächtig rum. Komm, mach hin. Und deswegen werde ich da auch die ganze Zeit getroffen, weil die da nämlich auf mich schießen. So, ich glaube, das war's. Da vorne sind noch von den anderen Viechern. Ich muss mich auch gleich heilen, glaube ich. So, warte mal. Ich brauche auf jeden Fall erstmal Luft. So, die Luft ist erledigt. Wir haben wieder für 1,5 Minuten Power. Okay, ich glaube, das war's. Nee, das war's noch gar nicht. Scheiße. So. Ich glaube, das war's jetzt. Vorne ist noch einer. Komm, wir rennen da erstmal hin jetzt hier. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Und dann fehlt, glaube ich, nur noch der eine oben. Und der oben, der macht uns Probleme, weil der ist wirklich am Arsch der Welt und ich habe keine Ahnung, wie wir den da runterbekommen sollen. So, jetzt schauen wir mal, wo der letzte ist. Der ist da oben. Ah, okay. Dann haben wir ihn. Radioaktives Material entfernt. So, ich glaube, das war's, ne? Oder hängt da noch einer? Nee, ich sehe jetzt nichts mehr. Moment. Ach, die hängen da noch. Radioaktives Material so, entfernt. Warte mal. Strahlengefahr gebannt. Sicherheitssperre. So, ich brauche mir noch Sauerstoff. Oh yes. So, Dingsbums ist gebannt. Wo müssen wir hin? Das ist hier die große Frage natürlich. Scheiße. Zur Monorail-Station. Wir müssen doch aber woanders hin. Und zwar auf die andere Seite irgendwie da vorne vielleicht rein. Wir probieren's. Ich hätte vielleicht auch mal auf die Karte schauen sollen. Haben wir jetzt nicht gemacht. Oh yes. Gib mir Luft. Ich brauche Luft zum Atmen. Wer war das? Wieso haut das Monster ab? Was soll diese Scheiße schon wieder? Der Teil, nach dem du suchst, sollte im Maschinenraum am Heck des Schiffes sein. Ich sehe massive Schäden. Du musst dir also eventuell einen anderen Weg suchen, um hinzukommen. Naja. Es hätte ja auch mal sein können, dass alles klappt. Was war das eben? Ich glaube, es war ein Medipack. Ich habe gar nicht geschaut. Hier fliegen noch so ein bisschen die Funken. Da ist
ein Energiekern oder eine Batterie sozusagen. Und ich schaue erstmal auf die Karte. Da vorne gibt es was zum Speichern. Und seht ihr gerade, wie weit das eigentlich ist, wo wir hin müssen? Das ist ja wirklich am Arsch der Welt, ey, Alter. Brauchen wir das hier irgendwie? Nö. Kriegen wir auch gar nicht raus. Ich höre seltsame Geräusche, das gefällt mir alles nicht so. Du Scheiße, ey. Und gerade eben stand ja da auch irgend so ein Vieh. Keine Ahnung, wo es hingegangen ist, keine Ahnung. Wir speichern erstmal. Und sind damit wieder auf der sicheren Seite. So, annehmen, danke. Einfach überschreiben. Ja, vielen Dank. So, wir müssen hier weiter. Frachtraum, automatische Maschinen in Betrieb. Naja, schauen wir doch mal. Was ist mit dem los? Habt ihr das gesehen? Er hat irgendwie leichte nervliche Probleme gehabt eben gerade und ist vor allen Dingen sauschnell. Ach du Scheiße. Ich glaube, über den werden wir uns noch ganz dolle freuen. Und ich habe auch wieder keine Ahnung, wo der hin ist. Stellt irgendwas Seltsames mit den Soldaten an. Sie alle hatten Ausrüstungen mit eingebauter Stase-Einheit. Und die Infektion scheint die Stase mit dem Fleisch verschmelzen zu lassen, wodurch sie schneller werden. Verdammt schnell. Also Vorsicht. Ja, dass da was Schnelles im Umlauf ist, habe ich eben schon gemerkt. Plasma-Energie. Ja, vielen Dank. So, ich glaube, wir haben gleich eine außergewöhnliche Begegnung. Da vorne ist noch eine Kiste. Die werde ich mir natürlich noch gönnen, bevor wir da jetzt wirklich reingehen. Und ich schaue nochmal auf die Karte. So, wir sind da vorne. Ich sehe es gar nicht. Hier rumpelt es so. Aber wir müssen da jetzt tatsächlich irgendwie rum, glaube ich. Okay, komm, wir gehen da einfach mal weiter. Hier geht's ran. Hier geht's lang. Und hier ist es irgendwie zu. Können wir da vielleicht irgendwas machen mit diesen Kisten? Nee, sieht nicht so aus. Obwohl, können wir da vorbei? Nee. Haben wir da irgendwo einen Weg übersehen? Sieht nicht so aus. Hier vielleicht? Auch nicht. Du gehst gar nicht weiter. Was soll das? Wir sind noch nicht im schwerelosen Raum oder so, dass ich hier drüber springen könnte. Oder man kann das wirklich verschieben. Ja, kann man. Alles klar. So. Plasma-Energie. Na, es wird auch immer besser. So, den nehmen wir jetzt auch mal. Der lässt sich nicht verschieben. Scheiße. Was nutzt uns das, dass wir das einen jetzt verschoben haben? Hier hinkommen, wenn es hier nicht mehr weitergeht. Ich werde nochmal bekloppt hier. Vielleicht da vorne. Na toll, das können wir verschieben. Ist ja Wahnsinn. Die Frage ist halt, was bringt es, wenn wir die alle nach hinten schieben? Deswegen kommen wir da vorne nicht weiter. Ah, ich habe schon fast so eine Befürchtung. Wie so ein alter Würfel müssen wir das immer in die richtige Position verschieben, damit es dann da weitergeht oder so. Irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe es momentan noch nicht so ganz durchschaut, das System. Können wir das verschieben? Den können wir hierher ziehen. Ach, wir können das nur seitlich verschieben. Oder auch nicht. Alter. So. Jetzt können wir vielleicht diesen hier verschieben. Ja.
Ach, was eine Arbeit, du. Du glaubst es nicht. Jetzt stehen wir hier. Wie weit ist denn der verdammte Raum noch? Alter, der ist noch ewig lang, der Raum hier. Komm, wir probieren mal, ob wir die weiterschieben können. Nö, irgendwie nicht. Oder doch, wir haben jetzt was gemacht. Keine Ahnung. Er will sich nicht so richtig schieben lassen. So, warte mal, geht's hier weiter? Ja, mal gucken, ob er immer noch so schnell rennt, wenn er keine Beine mehr hat. Alter Schwede. So, ich muss mich gerade mal kratzen, da kommt schon wieder ein angerannt. Oh, natürlich ganz viele. Na super. Schnell nachladen hier. Schwein. Guck mal, wie ekelhaft das ist. Sein Kopf. Sind irgendwelche komischen Viecher drin. So, gib mir auf jeden Fall hier erstmal meine Plasma-Energie. So. Seltsame Geräusche hier. Jetzt haben wir so viel gemacht. Es wäre doch wieder eine Speicherstation. Durchaus sinnvoll. Moment mal. Wenn wir jetzt hier weitergehen, müssten wir da praktisch auf der anderen Seite den Weg wieder zurückgehen. Und dann müsste es dort irgendwo eine Speicherstation geben. So, Moment, ich muss mich mal anders hinsetzen. Es ist gerade sehr spannend hier. Okay. Ach, da ist schon wieder so einer. Ja, hör doch auf, so rumzustöhnen, Mann. Haha, den hat's weggerissen. So, das glaube ich, müssen wir hier erstmal zur Seite schaffen. Schön weggeschmissen. Moment, haben wir da auch nichts übersehen oder so? Ich glaube nicht. Kurz nachladen. Und ab geht's. Da steht schon wieder Müll im Weg. Ice, mach uns wieder ganz. Isaac, mach uns wieder ganz. Wenn das so leicht gehen würde. Hier haben wir Strom. Und das sieht aus wie irgendwie so ein Fahrstuhl oder so. Keine Ahnung, könnte es sein. Aber nimm's mir nicht übel. Am liebsten hätte ich jetzt gern eine Speicherstation. Ich peile Ihren Standort an, aber offenbar kann ich Sie nicht erreichen. Dieses verdammte Schiff wurde fast in zwei Hälften gerissen. Ich habe es auf die Brücke geschafft. Das ist schrecklich hier. Diese armen Schweine hatten nicht die Spur einer Chance. Ich werde alle Türschlösser deaktivieren, damit sie zum Maschinenraum durchkommen. Wir sehen uns dann dort. Alles klar. Und hier wird mein Wunsch in Erfüllung gehen. Hier ist eine Speicherstation. Okay, komm. Jetzt haben wir so viele Kisten verschoben. Dann wäre es ja ärgerlich, wenn wir das nochmal machen müssten. Okay, und damit würde ich sagen, für diese Folge soll es das wieder gewesen sein. Wir sehen uns in Kürze wieder. Also macht's gut. Bis dann.